Im Picasso-Museum Münster wurden bis zum 22. April Aufnahmen des Fotografen Edward Quinn von Pablo Picasso ausgestellt. Neben den Fotos des irischen Fotografen waren noch einige Werke des Künstlers zu sehen. Das ist eine Ausstellung über den irischen Fotografen Edward Quinn, der Picasso fast 20 Jahre lang fotografisch begleitet hat, von den frühen 50er Jahren bis ins Spätwerk, und der insgesamt 10.000 Fotos von Picasso gemacht hat, und wir zeigen 140 davon. Die Aufnahmen von Edward Quinn unterscheiden sich von denen anderer Fotografen, so Museumsleiter Markus Müller. Man hat den Eindruck, zu Gast bei Picasso zu sein, was einem zu Lebzeiten vielleicht nicht als Privileg beschert worden wäre, kann man posthum in dieser Ausstellung nutzen. Man wird vom Genie zu Hause empfangen und hat den Eindruck, ihm sozusagen über die Schulter auf den Teller zu gucken.